Tag, liebe Umsi-Gemeinde oder Umsi-Gucker-Gemeinde. Wir stehen hier in Neuenburg. Ach Quatsch, was erzählst du denn, Mann? In Sonnenburg am Neumarkt. So, wird ein Schuh drauf. Nicht Neuendorf, nicht Neuenburg, sondern Sonnenburg am Neumarkt. Und haben wir schnell 10 Jahre vorgespult. Die neueste Generation Busse ist da. Der Citaro 2 ist natürlich ein Scherz. Der wird in Sonnenburg leider keine Rolle spielen, weil irgendwo muss es mit der Spielzeit auch mal eine Grenze geben. Sondern zu spielen gibt es ja im Grunde genommen genug und auch genug Gelenkbusse, sodass ich mich nicht verpflichtet fühle. Die Spielzeit von Sonnenburg zu erweitern. Das soll einen aber nicht daran hindern, vielleicht den Citaro 2 auch auf Sonnenburg einzusetzen. Ich werde ein entsprechendes Repaint, das ist das Repaint, was hier zu sehen ist, mit der Nummer 331 bis 335 auch öffentlich zur Verfügung stellen. Sodass jeder, wenn er in Sonnenburg unterwegs ist, auch die entsprechende Farbgebung nutzen kann. Und leider ist das jetzt hier mit Hamburger Nummer verbunden, weil der hat natürlich keine ausgeschaltete Nummer. Das wäre vielleicht noch eine Option für den Darius als... Vielleicht ist das irgendwie noch machbar, dass man Umsi beibringen kann, dass der, wenn man einen eigenen Repaint mit Nummer hat, vielleicht keine Nummer anzeigt. Bei Julian funktioniert das, indem man da keine hinschreibt. Ich habe das auch schon durchprobiert an dem hier. Da schreibt er dann hier aber frech statt 7283 keine hin. So, und das war ja dann nicht gerade gewonnen. Jetzt aber genug erzählt. Ich habe heute vor, eine Runde auf der Linie 11, die ist ja keine Lenkbuslinie. Also könnten ruhig die Linie 11 mal von Niederfeld nach Findorf mit dem Citaro 2 verkurven, sozusagen. Und in einem Let's Play nachfahren. Gehen wir erstmal rein hier und machen den erstmal auf. Klappen wir zu. So, jetzt muss ich mich hinsetzen und dann muss ich auch noch das Track-ER aktivieren. Nicht, dass ich das wieder vergesse. So, jetzt ist das Track-ER schon mal an. So, bevor wir uns jetzt, also arbeitstechnisch habe ich mich jetzt soweit vorbereitet. Jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt E-Anlage ein. Der Bus lebt. Das kann man von außen sehr schön betrachten, wenn eigentlich gerade irgendwas vorfährt. Wenn man nämlich die Zündung einschaltet, passiert Folgendes. Er lebt. Er atmet förmlich auf. Toll. So, wieder rein. Zündung ist eingeschalten. Und jetzt müssen wir hier so Vorbereitungsgedöns und sowas treffen. Ich muss mir dann auch gleich einen Fahrplan raussuchen. Am besten, das mache ich gleich mal, weil das immer die frickeligste Aufgabe ist. Ich muss gucken, dass das dann auch ungefähr passt, dass ich... Weil wir müssen ja noch nach Niederfeld hinfahren, nicht? 15, 17 von Niederfeld. Schaffen wir das? Ja, müssten wir schaffen. Fahren wir nicht als Verstärker. Wir fahren von Niederfeld 15, 17. Und lösen den Wagen 265. Ich glaube, das ist ein NL 312 ab. So. Jetzt hier vorbereiten. Ganz wichtige Nummern eingeben, 5, die sagen sie einem hier, Gott sei Dank. Weil so viele Nummern kann man sich ja wirklich nicht mehr. Also die 1506 hatte ich gestern schon Schwierigkeiten bei irgendeinem Bus, den sollte ich aufrüsten und sollte eine PIN-Nummer eingeben und wusste natürlich die 1506 nicht mehr. Die ist bei jedem Bus gleich.
Aber bei dem Bus, auf den ich aufrüsten sollte, fehlte so eine ausgerechnet und punktum musste ich mein Spiel abbrechen, weil ich diese Nummer nicht mehr wusste. Also, und weil ich auch keinen Zettel fand, wo die drauf stand. 276, was immer das auch für Nummern sind. Irgendwer wird sich was bei gedacht haben. So. Jetzt eine Umlaufnummer ist die 2 für uns. Jawohl, den Fahrplan nehmen wir auf. So, und da wir jetzt natürlich geschildert sind, nehme ich mal an, ja, also hier sind geschildert, Findendorf über Neumarkt, müssen wir natürlich dem Ding jetzt auch sagen, dass wir erstmal als Dienstfahrt dahin fahren, also als 001, so. Jawohl, das hat's auch begriffen. Das ist recht schlau, dieses Ding. So, dieses andere Ding hier mache ich mal aus. Hatte ich denn da überhaupt Wetter? Warte mal, ich mache mal Wetter. Vielleicht haben wir ja Wetter. Naja, ein bisschen wolkig. Gut. Ich fahre immer auf Sonnenburg mit Parchimer Wetter übrigens. Falls sich das jemand jetzt hier gefragt hat. So, weil es ja kein Sonnenburger Wetter gibt in Omsi. Dann starten wir das mal hier. Ich hoffe nicht, dass mir jetzt wieder eine Störung dazwischen kommt. Weil diese Störungen, die bringen einen wirklich zum Verzweifeln. Das hätte ich jetzt schon mehrfach. Achso, hier. Kasse ist natürlich auch wichtig. Scheinfach ist leider in der DM-Kasse leer. Finde ich ein bisschen bedauerlich. Hätte ja auch mal sein können, dass man da Scheine drin hat. Ich habe überhaupt noch keine Scheine liegen sehen. Ich denke mal, das wird für Hamburg sein. So. Ui, Türen noch genau langsam zu. Das heißt, uns fehlt noch ein bisschen Watt an Druckluft. So, die kann man hier durchschalten am Lenkrad. Aber eine Druckluft sehe ich da auch nicht. Ah, ja, es klettert. So. Naja, wenn es klettert, dann dürfen wir ja auch die Bremsen irgendwann lösen können, nicht? Sind auch gelöst. Handbremse lösen. Yank einlegen. Dann fahren wir erstmal nach Niederfeld. Kommen wir hier rum? Nee. Das ist mir zu... Das ist mir zu... Wacht. Das machen wir lieber nicht. Also fahren wir vorne raus und fahren erstmal nach Niederfeld. Oh, ich finde mich ziemlich leise. Wo ist denn hier dieser Pippus? Jawohl. So, jetzt schon. Das ist schon besser. Jetzt höre ich mich wenigstens. So. Ja, also der Grund, warum die in Sonnenburg nicht so wirklich geeignet sind, diese drei Generationen von Omnibussen, die da also jetzt von dem Darius erschienen sind, bei Aerosoft, falls jemand das noch nicht weiß, wo er den bekommen kann, dies ist ein Payware-Addon. Oh.
diese drei Generationen orientieren sich aber sehr stark an der Hamburg-Variante, an der jeweiligen Hamburg-Variante, sind ja auch alles Hamburger Busse. Und deshalb habe ich so ein bisschen Probleme damit, mich damit anzufreunden, dass die Busse in Sonnenburg tatsächlich eine Rolle spielen könnten. Sie sind toll, ich sag nichts dagegen, aber sie passen nicht so wirklich nach Sonnenburg, weil sie nämlich auf eine völlig andere Türsteuerung haben. Für Sonnenburg hatte ich ja mehr oder weniger für mich selber jetzt festgelegt, die Berliner Türsteuerung zu verwenden. Und das ist hier natürlich überhaupt nicht Berliner Türsteuerung. Das ist ein bisschen Automatik, Einstieg an allen Ecken und Enden und Türen und alle Löcher, die off sind, werden zum Aus- und Einsteigen benutzt. Und das hier fällt den Sonnenburger Buskollegen überhaupt nicht. Die möchten gerne jeden Fahrgast einzeln begrüßen an der vorderen Tür. Wir sind nämlich ein freundliches Unternehmen. Nur falls uns jetzt irgendwer sagen will, wir wollen Fahrscheine kontrollieren. Nein, das wollen wir gar nicht. Wir wollen nur unseren Fahrgästen guten Tag sagen. Wenn ich jetzt irgendwen drin gehabt hätte, dann hätte es jetzt schon mal... Oh, wie fährst du denn? Beim Bremsen wackelt das Lenkrad. So, Inneneinrichtung habe ich vom erstmal vom VHA-Bus drin, also von dem silbernen, der im Addon drin liegt, weil der hatte nämlich eine graue Sitztextur, die ganz gut zu Sonnenburg passte. Allerdings noch rote Haltestangen, das ist natürlich noch nicht das, was ich mir vorstelle, also da wollte ich noch ein bisschen nacharbeiten. Jetzt wollte ich die alte Stelle schon anfahren, das ist Macht der Gewohnheit. Dienst beflissen, obwohl er noch gar nicht im Dienst ist. Der wird eben auch gedacht, was macht denn der? Wieso fährt der die Haltestelle an? Ja, einen Nachteil hat der Bus. Wenn ich nämlich aus solchen Haltebuchten ausfahre und zu steil anlenke, dann quittiert er das, indem er mit dem Hinterteil den Bordstein überfährt. Also der ist da sehr sensibel irgendwie. Die anderen Hamburger Busse seltsamerweise nicht. Ich nehme mal an, dass das mit dieser Länge des Gelenks zu tun hat. Die Länge ist ja doch etwas anders als bei den Standardbussen. Also N1, N2. Du darfst mal schalten. Jetzt. Kommt man sich vor wie im Krankenhaus, ja. Jetzt, ob ich irgendwo angeschlossen bin. Bin ich aber nicht.
so. So. Sind wir erstmal in Niederfeld. Sind wir erstmal da, wo wir abfahren sollen, nicht? Wir haben die Uhrzeit hier. Oh, 7 Minuten. So, reichlich. Ne. Wird es denn heute noch was werden? So. Ja, also die Türsteuerung ist sehr, sehr lustig. Man kann überall... Jetzt mache ich erstmal einen Blinker aus, er nervt. Zumindest beim Erzählen nervt er. Sonst nervt er mich eigentlich nicht, aber... jetzt sind sozusagen alle Türen freigegeben. Wenn die Türen geöffnet sind, werden sie weiß. Tolle Sache. Tolle Show, das. Die erste ist mit der normalen Haltestellenbremse. Mit der, so hin, mit dem 20-Uhr-Taster verbunden sozusagen. Die restlichen sind mit der normalen Haltestelle verbunden. Sehr, sehr witzig das. Und wie gesagt, Ein- und Ausstieg, an allen Türen. Also hier kann jeder lustig rein oder raus, wie er will. Das wäre was völlig Neues. Da müsste man erstmal wieder zigtausend Lettern rausbringen und bei den anderen Türen, bei den anderen Bussen die Türsteuerung ändern, wenn wir das jetzt übernehmen würden. Oder wir ändern bei dem die Türsteuerung, aber das ist mir zu kompliziert. Der funktioniert doch so ganz gut. Also man muss ihn nicht unbedingt in Neuenburg einsetzen. Man kann, aber man muss nicht. Wem das scheißegal ist, wer seinen Fahrgästen immer was vorsetzt und sagt, die kommen damit schon klar, der wird da sowieso nicht so zimperlich sein wie ich. Ups, nee, hier wollte ich hin. Kurs. Umlauf ändern. Die 2 bitte. Damit das auch passt. So, noch 4 Minuten. So, sind wir soweit schon mal vorbereitet. Dann ist ja witzig, kann man das hier ausrichten. Sollte man aber nur machen, wenn man die Zündung aus hat, glaube ich. Zumindest. Ich glaube ja. Mal sehen, ob er Krach macht, wenn. Ja. Nee, der macht immer Krach. Ja. Also, wollte mal nach hinten das Prachtstück noch ein bisschen vorführen. Nochmal, also Notsitze auch noch. Vorne soll auch noch einer sein, den habe ich allerdings noch nicht gefunden. Hinten haben wir auf alle Fälle 2 Notsitze. Die kann man auch runterklappen. Jetzt haben wir keine Notsitze mehr, jetzt haben wir 2 Sitzplätze mehr. Ja, dann
Denn hier hinten dieser Monsterturm von Motor. Ach, ich glaube, so sehen die heute alle aus. Nicht bloß das Titaro. Solaris sieht genauso aus. Was klickert denn hier so? Ist das der Fahrtenschreiber? Das ist mein Lieblingsplatz. Nee, stimmt nicht. Das ist mein Lieblingsplatz. So, ich bleibe hier vorne sitzen, wie sich das hier hört. So, 1,20, dann können wir mal langsam vorfahren, ne? Blende ich mal vorsichtshalber die rote Schrift ein. Wir wissen ja um das Problem der Haltestellenweiterschaltung. Gut, dann holen wir mal unsere Fahrgäste, nicht? Geht vorstellen? Ach, wenn jetzt nicht da ist, kommt doch nicht mehr. Den hättest du aber losfahren, den Jungen. Den mach schnell. Nächste Haltestelle, Erfurter Straße. Ganz schön Geräusche im Bus. Also so besonders schön finde ich das nicht. Bei so vielen Leuten sind das noch nicht, dass da so ein Krach sein muss. Nicht von hinten, du kannst auch von vorne kommen. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Ja doch, ich bin ja schon dabei. Ne, jetzt habe ich schon freigegeben. Fahrreise ist weg. Na, komm mal vorbei, ich will ein bisschen ausholen. Nächste Haltestelle, Oberwall. Der benimmt sich schon komisch, wenn er aus einem Haltebucht rausfährt, weil sie hinter der Nier wären. Was ist das hier? Danke. Ja, nicht so einfach.
Ach so, deshalb war die Linie 11 keine Gelenkbuslinie. Oh, nee, Quatsch. Ich hab Busfahrer, muss das sagen können. Hallo. Und ist, dass die jetzt immer von hinten kommen und Fahrscheine kaufen wollen, das finde ich nervig. Nu? Ach so. Ist schon. Na, das war dieses Aufsetzen beim Rausfahren. Das finde ich furchtbar. Ein bisschen lenken muss ich doch können. Nächste Haltestelle, Seglerweg. Entweder negiert man das oder... weiß ich nicht. Schön ist es nicht. Ist auf jeden Fall nicht schön. Da, schon wieder. Und dann hebt er mal den ganzen Vorderteil mit an. Wenn der hinten aufsetzt, hebt der den ganzen Vorderteil mit an. Das ist so merkwürdig. Nächste Haltestelle, Schillerplatz. Also das ist nicht gut gelöst. Physikalisch unmöglich. Ich wüsste auch nicht, wie ich da anders rausfahren soll. Ich muss ja innen lenken. Tut sich, als ob der Bus voll ist. Aber ich sehe leere Plätze. Hallo. Sehr witzig, wenn du an der Haltestelle abfahren willst, dann braucht die Automatik immer ewig. Und wenn du so die Leute beobachtest beim Aussteigen, dann geht manchen Leuten so ja die Tür vor der Nase zu und muss so erst wieder aufgemacht werden. Oh, was wird denn das jetzt hier wieder? Gut. Da der eh nicht weiterfährt, fahre ich weiter. Ich bin verwirrt. Ich hab vor, jetzt zu blinken. Welchen muss man eigentlich? Boah, was ist das denn jetzt hier? Ich weiß nicht, warum die sich hier immer so aufregen. Das hatte ich schon ein paar Mal. Gut, hier ist eine kleine Buckelpiste. Vielleicht ist das die Buckelpiste, über die sie sich aufregen. Aber Details, die sind insgesamt ziemlich meckerlich angestellt.
Liegt da nicht an meinem Fahrstil. Einmal Kurzstrecke bitte. Kurzstrecke normal. 40 und danke. 10 haben wir dann. Einen normalen Fahrschein bitte. Einen normalen Fahrschein. Bitte schön. Einen normalen Fahrschein bitte. Einen normalen Fahrschein. Bitte schön. Alle drinnen? Gut, kommen wir los. Nächste Haltestelle, Rathausmarkt. Quietscht das hier lenkt oder quackt ein Kind? Nee, das ich dachte, das ist ein Kind. Einmal normal, bitte. Danke. Sah endlich aus, als ob der schon in dir stehen war. Aber dieser Fußweg hier teilweise, der geht dann wieder zurück und wieder raus und plopp weg. Das ist alles noch nicht optimal, würde ich sagen. So, die rote Schrift können wir rausmachen. Wir haben ja einen großen Monitor, wo es auch drauf steht. Nächste Haltestelle, Promenade. Licht. Das ist eine Zische, ja. Stelle Schmiedehof. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ein Stock geht Fahrschein. Also jetzt bringen wir wahrscheinlich. Nun zu. Jetzt mache ich Zwangsschießen, ja. Die zweite Tür, die brauchen wir ewig, bis er in die Laufen ist. Ne, komm, ich will mal nicht reizen. Oh, Mensch, fahr!
Der fährt nicht. Dann muss ich. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Weiß nicht, ob die alle so einen Schreck vor dem Bus kriegen oder. Weiß ich auch nicht. KI benimmt sich wesentlich disziplinierter gegen diesen Bus gegenüber. Ja, schon wohl auf dem Bordstein aufgesetzt. Da musst du so aufpassen, dass du nicht irgendwas hinter dir abreißt. Bei einer Linkskurve einen rechten Bordstein. Abgesägt. Ich hätte gern eine Frage. Aber sicher. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Ja. 60. Und einer. Und ab dafür. Nächste Haltestelle, Neuweilering. Was ist denn das, was für ein Geräusch? Das klingt wie ein lachendes Baby. Zu. Es dauert ewig.
Steinstraße. Es gibt wieder eine Haltebucht und Bordstein rasieren. Nee, die benehmen sich anders. Die will einen Fahrschein. Ein Fahrschein, bitte. Ah, sicher. Bitteschön. Da sind denn die zum raus. So, ab davor. Jetzt Bordstein rasieren. Nee, es hat ohne Rasieren geklappt. Ha! Die weit hier noch in ihr lenkt. Nächste Haltestelle, Stollensee. Halt! Ein bisschen dicht und ein bisschen schnell. Jetzt. Oh, jetzt sieht's. Der Schweiß, der sich unter meiner Ohrmuschel gebildet hat, wird kalt. Jetzt mal hier schnell wieder zu. Nächste Haltestelle, Haselbaum. Haltestelle, Hansestraße. Zu hinhauen, weil sich die Parks immer so auf. So ja, beim U305, wenn ich die Kurve so scharf nehme.
ist wirklich wie eine Kneipe hier. Ich überlege, ob ich das die Packs rausnehme. Laut und schnattern. Das ist doch wie eine Rentnerkreuzfahrt hier. Wenn ich die haben will, dann gehe ich zum privaten Krauter und fahre da Bus. Linienbus Herstruhe. Haben gefälligst alle angestrengt zu sein und müde zu sein von der Arbeit. So. Weiß nur, wo kam der denn jetzt her? Also, nee. Also, irgendwer muss sich die Parkse hier nochmal angucken. Das stimmt noch nicht. Irgendeiner, der Ahnung davon hat, muss sich das nochmal angucken. Nächste Haltestelle, Gesamtschule. Ups, oh, 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 wo kommen sie denn jetzt hier? Wie soll ich denn da vorbeikommen? Im Findorfer Dorfkrug hier. Nächste Haltestelle, Findorfmarkt. Nächste Haltestelle, Findorf. Dieser Bus endet hier. Bitte alle aussteigen. Jawohl. Da sind wir am Ziel. Und kein Bus da. Na, hier ist doch schon mal irgendwas kaputt. Nicht die ganze Karte hier laden bestimmt. Ja, na klar. Ich habe ja im Editor gearbeitet. Dann kann das auch nichts werden. Normalerweise müssten hier drei Busse stehen, so. Und ich müsste mich als Vierter hinten anstellen. So, das war das kleine Let's Play auf Sonnenburgs Linie 11 anlässlich des Erscheinens der drei Generationen Gelenkbusse vom Darius mit einem Sonnenbruch Repaint, hier allerdings in der Hauptrolle und Hamburger Nummern nicht zu vergessen. Und damit sage ich Tschüss.